Beiden in Gegenrichtung rotierenden Scheiben erzeugen eine elektrostatische Ladung. Die eine Scheibe stellt die Erde dar, die andere die Wolke. Mit Gitterelektroden wird die Ladung festgehalten. Dann wird sie von sogenannten Tastern berührungsfrei abgenommen und geordnet. Die Scheiben laufen nach anfänglichem Andrehen von Hand von selbst nach den elektrostatischen Gesetzen von Abstoßung und Anziehung. Eine Gleichrichterdiode hält sie im Takte fest. Weil sonst die Impulse der Anziehungs- und Abstoßungskraft sich verändern und die Scheiben immer schneller laufen würden. Die richtige Drehzahl ist sehr wichtig und für eine optimale Stromerzeugung müssen die Scheiben ganz ruhig und langsam laufen. In den Gitterkondensatoren wird die Energie gespeichert und dann gleichmäßig abgegeben, wonach die hohe Spannung durch zusätzliche Einrichtungen heruntergesetzt wird und gleichzeitig die Leistung aufgebaut wird. Gibt einen kontinuierlichen Gleichstrom ab, der in der Leistung von der Größe des Modells abhängig ist. Diese Maschine gibt 3 bis 4 Kilowatt Dauerleistung, je nach Luftfeuchtigkeit, wobei die Spannung zwischen 270 und 320 Volt schwankt. Hohe Luftfeuchtigkeit verhindert den Aufbau der Spannung. Am besten ist trockene Luft. Wohl ist mit den bisher erreichten Resultaten ein Hauptziel erreicht worden. Freie Energie kann nutzbar gemacht werden. Die Forschungsarbeiten aber gehen weiter.